Die Entwickler haben gestern Abend einen neuen Tweet geteilt, in dem ein paar kleinere Infos zu kommenden The Sims 4 Inhalten verraten wurden, unter anderem auch für das nächste Pack. Wenn ihr gerne ein neues Set im Spiel haben wollt, gibt es gute Neuigkeiten. Wie gestern Abend von den Entwicklern verraten wurde, soll schon demnächst ein neues Set für The Sims 4 erscheinen. Ebenfalls wird das schon angesprochene Update für eines der bereits vorhandenen Gameplay-Packs veröffentlicht, wann genau aber steht bisher noch nicht fest. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was für Set-Themen sich die Entwickler überlegt haben. Da in einem Set meistens immer nur eine geringe Anzahl von Objekten oder kleinere Gameplay-Funktionen enthalten sind, darf das Thema hierfür natürlich nicht zu komplex sein. An Gameplay-orientierten Sets würde ich mich beispielsweise extrem über ein Minigolf-Set freuen, welches als neue Freizeitaktivität gut funktionieren würde und ich auch im echten Leben spaßig finde. Da man hierfür auch nicht unbedingt zusätzliche themenbezogene Objekte im Baumodus oder erstelle einen Sim-Modus braucht, könnten die Entwickler hier ebenfalls wie im Hausputz-Set nur die neuen Gameplay-Objekte, also kleinere Golfbahnen, ins Spiel integrieren. Ansonsten wäre weitere Haushaltsaktivitäten wie Rasenmähen oder ein Set mit ein paar neuen, kleineren Gameplay-Objekten interessant. Was denkt ihr auch beispielsweise über ein Merkmalset, mit dem wir vielleicht 15 bis 20 neue Merkmale ins Spiel erhalten? Welches Thema soll eurer Meinung nach als nächstes angeschnitten werden? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.